Previously at the Bureau, XCOM Declassified. Nochmal. 11 Grad 35 Minuten Nord und 165 Grad 23 Minuten Ost. Wahnsinn. Was habe ich da gerade hochgejagt? Das Bikini-Atoll. Ein nukleares Testgelände. Gut gemacht, Barnes. Ab nach Hause. Lord Voldemort, endlich stehen wir uns Auge in Auge gegenüber. Und jetzt werde ich dich verhauen. What will be happening as next? Der erste bemannte Testflug ist in ein paar Tagen. Bemannt? Ich möchte mich den Barnes vorstecken. Vertrauen Sie Ihren eigenen Berechnungen nicht? Doch, aber Ihren vielleicht nicht. Na, wo könnte so ein Blob sein? Wenn ich ein Blob wäre, wo würde ich mich dann verstecken? Irgendwo vielleicht da oben drin oder irgendwie so. Haben wir vielleicht hier irgendwo ein? Moment, das Licht ist am Flackern? Nee, ich kann jetzt so aber nicht schießen. Wo zum Henker soll das Vieh denn sein? Und ich weiß immer noch nicht, wie ich sie aus der... wie ich sie irgendwie hervorlocken kann. Reicht es, wenn ich einfach nur in der Nähe bin? Wahrscheinlich. Ich meine, so hat es ja auch gerade eben funktioniert. Ich wurde mit dem Kerl eingesperrt und das Vieh ist dann halt gleich komplett ausgerastet. Hier haben wir nichts. So wie es aussieht. Und ich wüsste gerne, wie viele es sind. Vielleicht hier ein. Kommen wir nach vorne durch? Ne, da kommen wir natürlich nicht durch. Hier haben wir den Aufenthaltsraum. Die sind immer noch am Stratego-Spiel. Hallo. Sie waren noch nicht dabei. Ich bin ein Mensch. Notiz. Infiltratorüberprüfung an alle Mitarbeiter. Wie uns tragische Umstände von Nils Tod gezeigt hat. Gezeigt haben, müssen wir ständig auf der Hut sein vor Outsidern. Eine körperliche Untersuchung kann zwar getarnte Infiltratoren entlarven, doch wir müssen uns auch vor anderen Formen der Infiltration hüten. Etwa durch Sympathisanten oder Doppelgänger. Oh, weia. Bis wir einen wissenschaftlichen Test entwickelt haben, der Feindliche unsere Mitte entlarvt, werden wir eine funktionale Identitätsprüfung anwenden. Bei Betreten der Basis nach jeder Reise und jedem Einsatz werden sich alle Mitarbeiter einer Befragung unterziehen, bei der mindestens zwei Wächter anwesend sind. Sie werden eine Sicherheitsfrage stellen, die täglich geändert wird. Wer darauf eine verdächtige Antwort gibt, wird zur weiteren Befragung interniert. Die Agenten im Sicherheitsdienst erhalten diese Fragen samt Hinweisen, wann eine Antwort als verdächtig einzustufen ist. Jeden Tag von mir. Wir danken Ihnen für die Wachsamkeit. Mit Ihrer Unterstützung werden wir das mit ihrer Unterstützung werden wir das alles überstehen. Director Falk. Wir haben Scheiße im Meer, sonst nichts. Haben wir hier was irgendwie? Echte Knarren sind die nicht mehr gut genug. Nein, alle wollen sie so eine irre Strahlkanone. Carter, was höre ich da über Hypnotisierte in den Städten? Biologische Kriegsführung? Wir versuchen immer noch das herauszufinden. Ich kann nur raten. Was immer die Outsider mit ihnen gemacht haben, wir können sie nicht heilen. Erinnert mich an einen Freund damals beim Militär. Ist einfach durchgedreht. Solange unsere Leute nach einer Heilung suchen, gibt es noch Hoffnung für sie. Genau so ist es. Obwohl es wahrscheinlich besser wäre, wenn sie sich hinterher an nichts erinnern können. Ja, ich glaube, das wäre wirklich besser. Wie war das mit diesem Freund bei der Armee? So wie bei den Hypnotisierten? Naja, also ganz so was bei ihm nicht. Der arme alte Ken hatte zum Beispiel kein so schwarzes Zeug um die Augen. Aber was er erlebt hat damals im Weltkrieg,
Im Krieg geschehen schreckliche Dinge. Jedenfalls hat er den Schock nie verwunden. Und Myron und ich haben nie verwunden, was aus dem Arm Ken wurde. Hoffentlich können wir für die Hypnos mehr tun. Na, ich denke schon bei Gelegenheit. Wie sieht's mit Wasser und Lebensmitteln aus? Wir sollten noch einen Monat durchhalten können. Mit strenger Rationierung vielleicht länger. Und dann? Haben wir dann gar nichts mehr? Können wir nicht einkaufen gehen? Irgendwie im Supermarkt um die Ecke? Sie kennen den Alten schon ziemlich lange. War er immer so paranoid? Nein, gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich noch, wie er ein total naiver Rekrut war. Was geschah mit ihm? Steht mir nicht zu, über ihn zu reden, aber sagen wir so, man verliert seine Lockerheit, wenn einem ein Flüchtiger das dritte Mal mit einer Waffe bedroht. Ach du Scheiße. Ich lasse Sie jetzt mal in Ruhe. Jederzeit, Carter. Das ist dann natürlich mehr als verständlich. Haben wir hier vorne vielleicht noch irgendwas? Wo könnte so ein scheiß Blob sein? Das heißt, die Augen der Leute werden schwarz. Einfach tief schwarz. Ist das Ihr Ernst? Wieso? Was ist los mit Ihnen? Keine Ahnung. Aber Sie brauchen immer zu das Gleiche. Was zum Teufel? Achtung an alle. Unbestätigten Meldungen zufolge haben die Outsider Savannah Georgia als einen ihrer Hauptziele auserkoren. Ich erkunde jetzt erstmal hier unsere ganze Basis. Mehr oder minder Notiz lesen. Was haben wir denn hier? An denjenigen, denen es betrifft. Also uns nicht. Ich weiß, wir haben im Moment alle viel Stress angefangen. Von den langen Wochen unter Tage bis zur drohenden Auslöschung der menschlichen Rasse. Aber wenn ich denjenigen finde, der mir meinen persönlichen Vorrat an Thunder Cola wegsäuft, verpfeife ich gegen einen feindlichen Agenten und schaue zu, wie ich von Erschießungskommando verreckt. Wenn du so denkst, ich scherze. Wenn du denkst, ich scherze, mach nur weiter so. Edmund. Ah ja, der Edmund, den müssen wir unbedingt mal kennenlernen. Der regt sich auf, dass man ihm die Cola wegläuft. Die Leute gehen nicht mehr Hände waschen nach den Pinkeln. Es ist schon echt schrecklich mit diesen Leuten hier. Das ist wahrscheinlich. Kann man nur so ein Chaos hinterlassen. Edmund, bist du das? Aha! Oh, Carter! Ein bisschen mehr Anstand, ja? Verdammt, was ist da drin los? Das Vieh ist durch den Lüftungsschacht. Wie haben Sie sich die Hände gewaschen? Das Vieh ist durch den Lüftungsschacht. Scheiße, noch ein. Das Ding ist da oben rein. Und irgendwo. Verdammter Mist! Wo ist es hin? Ich sag's dir ganz ehrlich. Wenn ich das sagen hätte, würde ich so ein Sicherheitsrisiko hier nicht zulassen. Ist da oben vielleicht durch? Achtung, an alle! In mehreren Berichten ist von einer umfangreichen Offensive der Outsider in der Region Champaign-Urbana die Rede. Das Ausmaß der Schäden ist unbekannt. Sie sollen aber massiv sein. Alles Weitere, soweit mehr Informationen vorliegen. Ende der Durchsage. Wie sieht's hier oben aus? Wo ist das Biest? Verdammter Mist, das Vieh kann jetzt überall sein. Scheiße. Ein angeblicher Angriff der Outsider auf Seattle wurde durch Bericht bestätigt. Zum Angriff selbst gibt es allerdings nur spärliche Nachrichten. Alles Weitere, sobald mehr Informationen vorliegen. Ende der Durchsage. Ja, tolle Sache. Wo ist das Vieh jetzt hin? Da kommen wir nicht her. Wenn es da vorne rein ist. Ah, das ist ja das Tolle hier. Es gibt hier eigentlich keinen Lüftungsschacht. Es muss dann irgendwie da oben eigentlich drinne sein. Aber wo zum Henker
Man hört es ja nicht. Fuck. So eine Scheiße. Na gut, was soll's. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zum Briefing Room. Ja, ja, ja. Schon gehört, was Sie unten im großen Hangar haben? Nein, und Sie auch nicht. Hä? Aber einer der Wartungstechniker hat mir gesteckt. Nichts. Niemand hat Ihnen einen feuchten Dreck erzählt. Glauben Sie mir. Ja, ist besser. So, was haben wir denn hier? Einen Schalter benutzen? Hä? Kannst ruhig bleiben. Wähle einen Agenten. Ausrüstungsliste? Dein Trupp hat Zugriff auf neue Ausrüstung. Sehr schön. Wen nehmen wir denn jetzt mit als nächstes? Die Kombination war eigentlich gar nicht mal so unübel. Aber ich hätte gern natürlich lieber wieder unseren Scharfschützen mit dabei. Das war eigentlich schon ganz geil. Dann, ja, nee, komm, lass mal jetzt erstmal so. Schalter drücken. Grauer gesichtet. Na, weiter geht's. Gebiet gesichert. Und nu? Können wir den nächsten holen? Na! Ich will den annehmen. So, nachladen. Nächste. Boah, ist das fies. Ziel ausgeschaltet. Das ist der letzte. Also ganz ehrlich, es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt irgendwie so ein Klappziel hochkommt, wo man dann halt auf das Vieh schießen muss, bis das Ding dann kaputt geht. Aber auf den Schalter drücken und da wird ein Sektoid reingeworfen, auf den man dann schießen muss, der dann einfach nur noch um sein Leben rennt. Das ist krank. Sorry, aber das ist richtig krank. Das mache ich nicht. Sorry, da weigere ich mich. Das geht mir zu weit. Fragen zur Sicherheitsüberprüfung. Freitag, der 2. November 1962. An alle Agenten des Sicherheitsdienstes. Frage des Tages für Infiltrator-Sicherheitsüberprüfung und Hinweise zur Erkennung verdächtiger Antworten. Bitte sprechen Sie das amerikanische Treuegelöbnis. Na, scheiße, ich bin Außerirdischer, das kenne ich nicht mal. Das sollte selbstverständlich für jeden echten Amerikaner ein Kinderspiel sein. Achten Sie auf jede ungewöhnliche Betonung, auf die mangelnde Vertrautheit, auf was mit den Gelübden des Text hinweisen könnte. Sowie auf Anzeichen von Unbehagen bei den Worten unter Gott. Oh Gott. Ah, scheiße, nein. Vergessen Sie nie, dass von Ihrer Wachsamkeit die Sicherheit des Stützpunktes und unserer gesamten Rasse abhängt. Gehen Sie im Zweifelsfall kein Risiko ein. Director Fork. Naja, ob die nun wirklich jeder auswendig kennt, ist wieder eine andere Geschichte. Jungs, weitermachen. Ich habe genug von der Schießanlage. Wissen Sie, es heißt, dieser Weir war mit einem von denen zusammen. Was? Soll das heißen, er war mit einem Marsianer befreundet? Ja, aber das habe ich nicht gemeint. Ich meine, es sieht so aus, als wäre er, naja, einer von denen. Ich kann ihm nicht folgen. Ich meine, es sieht so aus, als wären die, naja, ein Paar gewesen. Ein Paar was? Sie reden wirres Zeug. Oh, weia.
Agentenliste, Gallagher. Wollen wir den mal ein bisschen ausrüsten, bevor wir jetzt in den nächsten Einsatz gehen? Ich weiß, dieses. Im Moment bin ich jetzt sehr stark am. So, Medizinpack, das kriegt er mit dabei. Bin ich jetzt hier sehr stark mit dabei, um rumgucken und tun und am Machen. Aber ich denke mal, ich versuche das Spiel so gesehen in jeglicher Hinsicht komplett. Die Landmine des. Ja, komplett auszureizen. Und von dem her, der kriegt den Streulaser und auch ein medizinisches Pack. Dann haben wir die beiden schon mal. Dann haben wir Rizo. Den können wir auch nochmal kurz editieren. Der kriegt als als Ausrüstung das Scharfschützengewehr und das Scharfschützenpack kriegt er mit dazu. Fähigkeiten ist klar. Ist das, kann ich das wieder wechseln? Nee, kann ich nicht. Okay, das Ding ist also wirklich dicht. Und dann haben wir noch Vasquez. Vasquez Ausrüstung. Laser MP oder nee, komm, der kriegt das Gewehr und der kriegt hier auch ein Scharfschützenpack. Ja. Und ich denke mal, damit ist es ganz okay, aber ich möchte einmal gerne noch was ändern. Das ist unser Supporter. Der war es mit seinen Stimulanzen und dem Schutzschild, was wirklich sehr hilfreich war. Und Anderson hatte die Minen. Der kriegt auch später das Teil dazu. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal Gallagher raus. Und nehme dafür Rizo mal mit rein. Die Kombi wird wohl bestimmt ganz interessant werden. So. Jetzt wollen wir nochmal hier vorne gucken, ob sich hier irgendwelche Schleimviecher versteckt haben, aber so wie es aussieht, nicht. Vorne ist auch nichts. Einsatzteam außerhalb von Cincinnati meldet Hypnotisierte in den Vorstädten, trotz fehlender sichtbarer Präsenz der Outsider. Ich habe in den Kerl festgehangen, ich kam da nicht weg. Hören Sie die Funksprüche von... Ich höre sie. Sie wiederholt sich nur, wie eine Bandaufnahme. Das kommt nicht vom Band. Das ist live. Sie sagt nur, warum unterbricht sie denn niemand? Sie ist die letzte Überlebende. Aber schnell. Okay, lass uns mal schnell ein Quickie machen. Das wär's fürs Erste. Danke, Sir. Und machen Sie weiter so. Viele Menschen da draußen brauchen Sie. Mach ich. Ich weiß. Das war sogar so schnell. Das hat kein Mensch gesehen, wie wir jetzt gerade eben Quickie gezogen haben. Ja, vor allen Leuten. Und ich habe mich nicht geschämt. Ob ich da hochgehen kann nochmal, um mit dem zu reden? Schauen wir mal. Wo? Heilige Scheiße. Wo ist das Bällchen? Wo ist das nächste? Na! Schnauze voll! Jetzt nehme ich hier den Streulaser. Und ich dachte, ich hätte einen ruhigen Bürojob. Na super.
Fragen zur Sicherheitsprüfung. Sonntag, 11. November 1962. An alle Agenten im Sicherheitsdienst. Frage des Tages für Infiltratoren, Sicherheitsprüfung und Hinweise zur Erkennung verdächtiger Antworten. Wo waren Sie, als Präsident Johnson ermordet wurde? Keine Ahnung, zu Hause vom Fernseher. Dies ist offensichtlich eine Fangfrage. Die Outsider kennen einiges von unseren jüngeren Geschichte. Was? Kennen einiges von unserer jüngeren Geschichte. Scheinen aber schlecht zwischen einzelnen Menschennamen unterscheiden zu können. Vergessen Sie nie, dass von Ihrer Wachsamkeit die Sicherheit des Stützpunktes und unserer gesamten Rasse abhängt. Gehen Sie im Zweifelsfall kein Risiko ein. Director Falk. Alles okay mit dir? Ja? Alles okay? Das hoffe ich doch. Tja. Nachdem wir jetzt hier die Sauerei weg haben, gehe ich jetzt erstmal nochmal zum Chef herein und anschließend geht es nochmal zurück ins Labor. Sagen dem Bescheid, dass seine Sauerei beerledigt ist und dann anschließend machen wir die nächste Mission. Boah. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich mich jetzt hier zwischendurch schon wieder in der Hauptbasis aufgehalten habe. Zurück vom Verhör? Wie lief es? Ansonsten eigentlich... Er war ganz handsam. Jetzt haben wir unseren eigenen kleinen Spitzel. Dann setzen wir noch ein, bevor die Docs ihn aufschneiden, um zu sehen, wie er tickt. Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Sie suchen nach Axis? Nicht direkt, aber wenn ich mein Ziel finde, führt es mich zu Axis. Sehr kryptisch. Man könnte uns abhören. Ich arbeite zu lange an der Sache, um sie jetzt aufs Spiel zu setzen. Ja, ist ja gut. Wird Falk zu paranoid? Naja, kommt darauf an. Worauf genau? Ob Falk gerade zuhört oder nicht. Hat man das nicht schon mal? Haben Sie den Bericht vom Verhör gekriegt? Ja, das Schwein hat Nils getötet. Sie waren zu soft zu ihm. Darum hat man Sie das Verhör nicht führen lassen. Er kann nichts verraten, wenn er tot ist. Er hat auch so nicht viel verraten. Genug, um Ihren nächsten Schritt zu erraten. Mehr brauchten wir zunächst nicht. Ich hoffe nur, dass der Alte das nächste Mal mich ranlässt. Ich besorge uns ein paar Antworten. Viel Glück. Vielleicht lasse ich dich demnächst mal an mich ran. Na, ja, blöde Plunte. Hallo, Chef. Okay, das heißt, dieses Teil, was er implantiert bekommen hat, das nimmt komplett Besitz über ihn ein. Das ist mal... Oha. Das ist der Prototyp, um den ich Ihnen erzählt habe. So soll das Ding aussehen.
Nett. Lustiges Teil. Carter, gute Arbeit. Sie haben da drin überraschend kühlen Kopf bewahrt. Ja, so leicht war es jetzt eigentlich nicht. Danke. Aber ich gebe zu, ich will ihn immer noch killen nach der Sache mit Nils. Sie haben also nicht gerade diesen ganzen Aliens eine neue Heimatwelt angeboten? Das wird sich zeigen. Aber versprochen habe ich gar nichts. Ich habe mich mit Dr. Weir über die Infos unterhalten, die Sie geliefert haben. Wissen Sie, wo wir eins dieser interdimensionalen Dinger finden, die er erwähnt hat? Der Doktor nennt es einen Faceplotter. Und wir wissen, dass ein Andockturm der Outsider bei Vida Buena in New Mexico steht. Das Silver hat ihn gemeldet, als er die Infizierten vor Ort untersucht hat. Aha, na gut, das heißt, fragen wir doch mal das Silver, was der davon weiß. Ein Kommandoturm in einer Stadt voller Hypnotisierter? Das klingt nicht gut. Wie hängt das zusammen? Das Silvers Team wollte das Gebäude auskundschaften, um das Haus zu finden. Aber der letzte Bericht kam vor 2 Tagen rein. Was soll das, Fogg? Das Silver verschwindet und das erzählen Sie mir erst jetzt? Ruhig Blut, Carter. Wir nehmen an, dass er noch lebt, aber er ist tief in feindlichem Gebiet und kann nicht funken. Stoßen Sie zu seinem Team. Dann begleiten Sie alle Dr. Weir durch den Kommandoturm und besorgen uns den Faceplotter. Das hört sich nach einem guten Plan an und ich glaube, wir haben unsere nächste Hauptquest. Warum bringen wir den Doktor wieder in Gefahr? Weir versteht als einziger, wie die feindlichen Gates funktionieren. Nur er hat einen gewissen Einblick, wie ihre Systeme arbeiten. Und keine Zeit, einen Feldspezialisten auszubilden, was? Genau. Schützen Sie Dr. Weir. Sein Verlust wäre eine Katastrophe für uns. Das stimmt allerdings. Was wollte das Silver überhaupt da oben? Er sollte für Dr. Weir Aufklärungsdaten über die Outsider-Gates sammeln. Und jetzt holen wir uns dort eines von diesen Dingern. Was verschweigen Sie mir über diesen Ort? Vida Buena ist ein Drehkreuz der Outsider. Rund um die Uhr kommen und gehen Schiffe durch eines dieser Gates. Und der beste Ort, um an einen Faceplotter zu kommen? Ist dort, wo es vor Feinden wimmelt. Ja. Also wie ich mir dachte, genau am zentralen Knotenpunkt reingehen und das Ding rausholen. Oh, scheiße. Können wir dem Outsider vertrauen? Er war ziemlich fertig. Wenn wir irgendwas von Lawrence erfahren haben, dann, dass das wahre Problem ihr Mosaik ist. Denken Sie, die stehen alle still, wenn wir Mosaik vernichten? Ich würde nicht drauf wetten. Aber ihr mutmaßliches Kommunikationsnetzwerk zu zerstören, würde uns einen echten Vorteil bringen. Viel mehr kann man nicht verlangen. Im besten Fall schlachten sie sich dann alle gegenseitig ab. Okay, das war's erstmal. Ich lasse Dr. Weir informieren, dass sie startklar sind. Und Carter? Ja, Sir? Viel Glück. Ja, Sir. Ich bin noch gar nicht startklar. Ich will da auch noch gar nicht hin. Ich habe noch andere Missionen zu erledigen. Ich muss außerdem noch einmal ins Labor. Jemand muss die Sauerei wegwischen. Und anschließend... Und anschließend müssen wir dann auch schon unsere ersten Agenten auf Mission losschicken. Das heißt, wir sollten uns noch zusätzlich... Ich muss jetzt so gesehen bald schon anfangen, neue zusätzliche Leute dazu zu holen, um... damit wir so gesehen alte Leute noch erfahrener machen können auf Sondereinsätze. Das wäre gar nicht mal so unübel. In der Hoffnung, dass sie da auch nicht bei verrecken. Das wäre katastrophal. Danke, William. Dank Ihrer Mithilfe können wir schon bald alle sonstigen feindlichen Agenten identifizieren. Ich hoffe, Sie sind in Zukunft etwas vorsichtiger. Ja, natürlich. Das hier könnte Ihnen bei Bedarf nützlich sein. Untersuchung abgeschlossen. Die entkommenen Silakoiden finden freigeschalteten Transportauftrag. Nanotechnologie? Bow New Hampshire? Zur Einsatzzentrale im Agenten einsetzen? Oh! Einsatzzentrale! Da müssen wir jetzt sowieso hin als nächstes. Und da müssen wir nämlich jetzt gucken,
Wenn wir da jetzt nochmal einen neuen Auftrag dazu gekriegt haben, vielleicht können wir den zuerst nehmen. Oh, böses Spielzeug. Ab welchem Alter ist das denn freigegeben? Ab 6? Bestimmt noch nicht für Kleinkinder. Achtung, Vorsicht, schluckbare Kleinteile. Achtung an alle. Ein angeblicher Angriff der Aufteile auf Zielgeräusche bestätigt. Zum Angriff selbst gibt es allerdings nur sperrige Nachrichten. Alles Weitere, sobald mehr Informationen vorliegen. Ende der Durchsage. Tja, dann wollen wir doch mal. Missionsauswahl. Wir haben jetzt hier Fairfox, Virginia, Bow, New Hampshire. Ja, Komplexität 7. Ja, super. Da ist die größere Operation. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal die kleinere Operation. Wir haben gesagt, wir wollen als nächstes hier vorne das Artefakt beschaffen. Wir brauchen dringend mehr Illyrium. Checkliste vor dem Start. Wie sieht's denn aus? Agentenverwaltung. Wir haben dabei Raizo als Scharfschütze. Und Anderson haben wir noch mit dabei. Von dem her sieht gut aus. Dann, da, Missionsauswahl. So und dahin. Mission beginnen. To be continued. Next time at the Bureau, XCOM declassified. Sehr gut. Oh! Alles in Ordnung? Ja, ich hab mich nur mal gut schlafen gelegt.